Gott hat von Anfang an mit den Menschen einen Bund geschlossen. Im Alten und im Neuen Testament hören wir davon. Die Eucharistie ist der neue Bund, neuer Vertrag zwischen Gott und den Menschen. Miteinander verbunden sein, Erinnerungen wachhalten, all das tun wir jetzt. So beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben heute für alles, ja, für fast alles einen Vertrag. Wenn wir etwas kaufen, wenn wir ein Konto eröffnen oder eine Arbeitsstelle antreten, schließen wir einen entsprechenden Vertrag. Ein Vertrag verbindet und verpflichtet miteinander. All das geschieht aufgrund des Vertrauens. Im heutigen Evangelium hören wir von einem Herrn, der nach Arbeitern sucht und mit ihnen Verträge schließt. Den Arbeitern wurde ihr üblicher Tagesverdienst angeboten. Das war ein Denar. Beide Parteien waren zufrieden, aber es wird zum Problem, wenn zu späterer Stunde andere Arbeiter dazu kommen, sogar bis zur letzten Stunde, und diese Arbeiter die gleiche Bezahlung erhalten haben. Der Herr hat dabei keinen Vertragsbruch begangen. Jeder bekommt seinen Tageslohn, einen Denar. Nur die ersten Arbeiter dachten, dass sie mehr bekommen würden. Eigentlich war ihre Unzufriedenheit ihr persönliches Problem. Im Gegenteil dazu hatte der Herr ein freundliches Herz. Ihm war bewusst, dass alle Menschen, ob sie mehr oder wenig arbeiten, das Minimum zum Leben brauchen. Sie brauchen mindestens oder ungefähr so viel Geld, um ihre Familie zu ernähren. Die Arbeiter, die das wissen sollten, haben das leider vergessen, während der Herr ein Auge für die Tatsache hatte. Darum handelte er sehr großzügig. Manche werden fragen, wo ist hier die Gerechtigkeit? Wie wir wissen, ist Gerechtigkeit ein ganz schwieriges Thema. Gerechtigkeit für eine Person kann Ungerechtigkeit für andere sein. Also eine absolute Gerechtigkeit wird es nicht geben. Gott ist gerecht, sagen und schreiben wir. Aber seine Gerechtigkeit können wir nicht mit unserem Verständnis vergleichen. Gott hat andere Maßstäbe. Menschen haben wenig Verständnis dafür. Der Herr im Evangelium handelte so und darum wurde er kritisiert. Trotz allem hört er nicht auf, Gutes zu tun. Das war seine Stärke. Meine Lieben, auch wir werden immer wieder nicht verstanden werden. Wir werden Kritik hören, Kritik einstecken müssen. Wichtig ist zu fragen, ob wir alles mit gutem Gewissen tun. Ist Vertrauen und Zufriedenheit der Menschen unser Ziel? Dann haben wir etwas Gutes getan. Dazu segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.